Falls ihr noch günstige FIFA-Coins, PSN oder Xbox Live-Cards braucht, checkt gerne mal meinen Sponsor IG4Dog. Den Link und den Rabattcode findet ihr natürlich unten in der Videobeschreibung. Außerdem gibt es noch neue Sachen in meinem Shop, also wenn ihr Bock habt, könnt ihr da auch gerne mal vorbeischauen. Link ist natürlich auch in der Beschreibung. Was geht, Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen FIFA 18 Football-Video auf meinem Kanal. Und ihr habt es schon im Titel gelesen, Leute. Der Typ hat das beste FIFA 18 Draft aller Zeiten gebaut, beziehungsweise das beste FIFA 18 Draft, aber das ich bislang gesehen habe. Leute, ihr habt es wahrscheinlich schon im Titel gelesen, deswegen ist egal. Es wird ein 187er Draft. Leute, es ist einfach zu heftig gewesen. Wir haben bis zum Ende haben wir gestruggelt und gezittert und am Ende hat uns ein Spieler gerettet. Also bleibt bis zum Schluss dran. Es war absolut spannend und ihr wisst Bescheid, Leute. Wenn ihr mit diesem Team, das ihr gleich seht, noch ein Spiel sehen wollt, dann smasht einfach meine Like-Button. Ich würde mich freuen, wenn wir die 5000 Likes packen würden. Dann weiß ich Bescheid. Dann werden wir auf jeden Fall noch zusammen mit diesem Team Spiel machen. Und schreibt mal in die Kommentare 187. Hashtag 187, wenn ihr das auffeiert. Alter, ich habe sowas noch nie gesehen in FIFA 18. Schickt mir gerne eure Drafts. Wir starten auf jeden Fall jetzt ins Footdraft. Checkt noch vorher, falls ihr Bock habt, meinen Shop aus. Wie ihr wisst, ist die blauen Nice Hoodies. Den gibt es noch in Rot. In Grün gibt es den auch noch. Und viele weitere Sachen. Gratis Autogrammkarte. Von mir unterschrieben gibt es, wie immer, zu jeder Bestellung dazu. Also gerne abchecken. Und seinen Kanal natürlich auch abchecken. Link ist auch in der Beschreibung. Und jetzt geht's los. Wir starten ins beste FIFA 18 Draft, das ich bislang gesehen habe, das er mal wieder gebaut hat. Let's go. Wir kommen zu deinem Draft und der hat auch die 4-3-3-Formation. Allerdings. Ja, du hast ein bisschen besser, weil du hast noch ein ZOM. Da kannst du direkt Özil. Ja, da kannst du direkt Özil kommen. Okay, let's go. Come on. Schauen wir doch mal. Zwei Halloween-Karten gilt es zu Top, ey. Du hast Suarez. Das ist eigentlich wie in FIFA 17 immer der beste Start gewesen, wenn man Suarez hatte, weil den braucht man unbedingt, ey. So, warum machst du. Ja, Rechtsverteidiger wird wahrscheinlich eh nix. Obwohl, könnte sogar ganz gut werden. Oh, Juan Fran. Nice, Digga. 83, ey, bislang zwei richtig krasse Spieler. Wo machst du weiter? Mittelfeld ZM. Okay, los geht's. Ey, geh auf. Nein. Geh auf Risiko, nimm jetzt De Bruyne mit. Du könntest hier ein richtig krasses Draft bauen. Nimm De Bruyne mit. Du kriegst eh noch La Liga-Spieler. Nimm De Bruyne mit, Alter. Junge, was hat? Du hast bislang 92er-Spieler, 1,83er. Das könnte heftig werden. Jetzt mal Linksverteidiger machen. Na, mach mal den Innen. Ja, komm, Innenverteidiger, was soll's? Schauen wir mal, Alter, Umtiti. Jimenez, was ist denn? Obwohl, ja, stimmt, er hat dasselbe Rating. Okay, nimm Jimenez mit. Umtiti, bitte. Nee, ich glaube. Ja, nimm Jimenez. Obwohl, Umtiti. Ja, egal, scheiß drauf. Ist egal, waren beide 83, von daher. Egal. Mach Torwart, Digga. Ich würde den Torwart jetzt machen, weil der wird vielleicht. Oh mein Gott. Obwohl, Kameni, ne, warte mal, Kameni war mal in der La Liga. Kein La Liga-Torwart. Okay, nimm den Besten mit, Kameni. Nimm mal Machetti. Der ist Serie A. Da könntest du noch was bauen mit. Okay, komm mal, weiter geht's. Egal, mach wie du willst. Das ist dein Draft. Ich mach schon ZOM, komm. Okay, das müsste jetzt mal Özil werden. Du hast doch. Gott, Alter, oh mein Gott, was soll das? Canales 79. Das Ding ist, es hat so gut angefangen bei dir, aber dann kam gar nichts mehr hier. Also, du müsstest jetzt mal langsam. Der Startelf, komm on, den ersten Halloween-Spieler bekommen. Alter, was soll denn? Ruiz. Der beste. Okay, Linksverteidiger. Vielleicht kriegst du da eine Halloween-Karte. Mal schauen, wenn man langsam Zeit. Hey, Junge, was ist das? Oh, immer noch kein, Digga. Das gibt's doch nicht. Wir nehmen es mit. Ist eigentlich egal. Den Plattenladen mit oder TS, genau, ist der beste. Okay, ZM, komm, da muss jetzt einer. Oh, das könnte. Eventuell. Oh, ich dachte gerade. 89er Thiago. Quatsch, den brauchen wir. Aber Thiago würdest du wieder auf Risiko gehen und der Spanier, den kannst du so oder so legen. Aber auf Risiko bringen. Du musst auch ein bisschen auf Risiko gehen. Irgendwann muss ich aber La Liga spielen. Geh auf Risiko, so ist es geiler einfach. So könntest du entweder ein geiles Draft bauen oder verkackst du. Jetzt komm. Oh, Ronaldo. Okay, jetzt hättest du Kovacic gebraucht, aber du kriegst gleich eh noch. Du kriegst gleich eh noch, glaub mir. Du kriegst so viele La Liga Spieler noch. Deswegen, dafür hast du jetzt einen 89er anstatt einen 82er mit dabei. Okay, komm. Rechter Flügel. Komm, Lionel Messi. Oh mein Gott, Alter. Ey, der Sturm ist überkrass. Ey, was ist das für ein Sturm? Ich brauch Scheiß. Okay, komm. Mach weiter, nimm ihn mit. Ey! 88er Bewertung! Ich hab Bonnet geweckt, Digga. Scheiße! Das ist echt schwer. Alter! Boah, hätte ich jetzt auch Isco oder sowas, ne? Das wäre richtig stabil. Ja, du hast 77 Chemie, das ist stabil. Das könnte alles noch klappen. Das geht, aber. Ist noch alles drin. Die Bank muss jetzt gut werden, Junge. Der wird wieder gut. Alter. Aber wohl, oh mein Gott. Ja, nimm ihn mit. Das muss ihm los. Der lebt ja. Beste Rating. Okay, bringt dir gar nichts. Nein, brauchst du nicht reinstellen. Okay, mach weiter. Come on, du bräuchtest ein paar La Liga-Spiele. Du kriegst aber die ganze Zeit.
Gott, Alter. Er meint, ich krieg noch irgendwann La Liga Spiele. Coutinho. Ja, das Ding ist, du kriegst immer gute Spieler momentan, muss man sagen. Du bist immer noch da. Okay, der wird broke. Obwohl, warte mal, der ist La Liga. Der Trech. Oh ja, nimm ihn mal mit. Stell ihn mal rein für. Kann ich ihn nicht. Der Bräune. Was? Der ist nicht La Liga. Oh, scheiße, der ist nicht La Liga. Der ist zweite Liga dann. Oh, hab ich gemerkt. Sorry. Egal, mach weiter. Du bist immer noch auf einer 88er Bewertung. Das ist heftig. Oh, komm, bitte, gib mal irgendwas. Oh, Kanté, aber der bringt dir auch wieder nix. Ich muss Gaspar mitnehmen. Ich brauche jetzt La Liga. Nein, du hast, nimm Kanté mit. Nimm Kanté mit. Aber den könnte ich auf linken. Nein, nimm Kanté mit. Geh auf Risiko. Du hast Junge, immer Risiko. Irgendwann muss ich aber die Spieler. Du hättest eben Umtiti mitnehmen müssen. Jetzt nimm Kanté mit. Komm. So, Kanté nimmst du mit. Das Ding ist, ich habe ihn jetzt nochmal gesagt, er soll einfach voll auf Risiko gehen jetzt hier. Auch wenn aber er jetzt gleich. Ja, wenn du jetzt gleich keine Chemie bekommst, dann halt nicht. Aber so bringt das auch nichts. Dann halt nicht. Ja, das wäre vorbei, du Forsberg. So, also langsam wäre es mal Zeit für ein paar passende La Liga Spieler, vielleicht okay, jetzt. Komm, Bale, Bale kannst du auch nicht gebrauchen. Aber da kannst du eigentlich noch Neymar mit den ganzen. Obwohl, Bale könntest du ins Mittelfeld notfalls stellen. Könntest du für Dings, für De Bruyne, das würde mehr bringen. Deswegen nimm ihn mit, stell ihn mal für De Bruyne rein, das bringt auf jeden Fall schon mal ein bisschen mehr als De Bruyne. Ja, 5 Chemiepunkte, 82. Du brauchst jetzt nur noch einen Pass und einen Torwart, dann bist du auf über 90 Chemie und einen Linksverteidiger, dann hast du es fast. Du brauchst eigentlich nur zwei Spieler, die dir fehlen. Ja, wenn ich die dann hast du es hier. Das ist eigentlich relativ easy. Okay, Balde Diao, ganz klar, bester Spieler. Weiter geht's. Okay, du brauchst jetzt, wie gesagt, einen La Liga-Linksverteidiger und einen Torwart. Ja, nimm den besten mit, das ist Lanzini. Jetzt hinten. Ah, nee, Ramsey war der beste, 82. Na egal, scheiße, du bist runter auf einer 87. Kacke. Oh, ja, wow, das geil. War's. Was hat Eddie, Digga? Nimm ihn nicht mit. Nein, der hat doch nur 68. Okay, die letzten drei Spieler, wenn da jetzt nichts mehr rumkommt. Warte, Martinez, nimm ihn mit. Ja, nimm ihn mit, stellen auf die Linksverteidigerposition. Schauen wir mal. Okay, 87. Jetzt bräuchst du noch einen passenden Torwart. Und dann sieht das ganz gut aus. Dann könnte das was geben. Okay, ja, Kimmich. Oder Dante, einer von beiden. Mach ich mal Dante. Ja, Dante-Legende. Okay, letzter Spieler brauchst du jetzt einen Liga-Torwart. Sonst ist eh vorbei. Moja, okay. Moja, tu ihn rein, nimm ihn mit. Ich dachte gerade, es wäre Oblak. Schau mal, auf wie viel Chemie du mit dem kommst. 93. Schau mal, was passiert, wenn du Thiago rüberstellst. So, wir haben mal kurz sortiert, Leute. 87er Bewertung und 96 Chemie. Wenn ja, das bringt nichts. Wenn du jetzt ein bisschen Glück hast, dann kommst du hier mit Manager auf 4 Chemiepunkte und dann bist du auf 100. Du bräuchtest einen Spanier aus. Ich glaube, aus der obwohl würde der Spanier aus der La Liga was bringen, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, 4 sind heftig. Ich glaube, warte, geh mal kurz, ein Spanier aus der La Liga, geh mal, würde, ja, warte. So, ein Spanier aus der La Liga würde Thiago einen Chemiepunkt bringen, würde Bale einen Chemiepunkt bringen und würde dem Rechtsverteidiger einen bringen. Nein, dann bist du auf 99. Scheiße, das gibt's doch nicht. Okay, wir müssen mal kurz schauen, ob es noch anders geht. So, wir probieren es jetzt einfach, Leute. Es ist nicht anders möglich, keine Spieler mehr am Start, deswegen, mach den Manager. Ich hab ja Kimmich nicht. Ja, komm, mach den Manager. Okay, 4 Chemiepunkte ist, glaube ich, unmöglich, Alter. Auch, oh nein, du hättest sogar einen Spanier aus der La Liga. Ja, 99, ja. Das gibt es nicht. Der letzte. Du hast, ey, du hast 2 Spanier aus der La Liga. Ein Alter. Chemiepunkt fehlt. Nimm den ersten mit. Ey, das wird das. Okay, aber das ist trotzdem. Ja, das ist trotzdem ein richtig krankes Draft, ja, Alter. Ich weiß, ehrlich. Aber boah, Junge, nice, Alter. Wir schauen mal kurz, ob wir vielleicht noch einen Chemiepunkt rausholen können, aber. Ah, shit, Alter, aber heftig, Mann. Sowas habe ich echt noch nie gesehen. Junge, 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 wir gucken mal kurz. So, das war's, Leute. Richtig krankes Draft. Trotzdem das beste FIFA 18 Draft, das ich bislang gesehen habe. Wir schauen mal, ja, ob ich das Ganze noch toppen kann. Naja, wir bräuchten noch ein Mittelfeldspiel. Oh, hey. Warte, warum bist du so auf? Neu? Ja, ah, wegen Lanzini. Ja, bei der Agentur. Okay, warte, wir gehen mal kurz. Okay, dieser Lanzini, Leute. Wir schauen mal kurz. Ja, gehen mal durch. Oh, mein Gott. Nein, Digga, hä? Forsberg! Oh, stimmt, weil der Thiago linkt, ey! Forsberg! Oh mein Gott! 187er Draft, Digga. Junge! Das shit, beste Alter, FIFA 18 shit. Draft, das ich jemals gesehen habe, ey! 187er Draft, Leute, ich glaub's nicht! Digga, übertreib! Forsberg! Junge, Digga. Forsberg hat uns gerettet. Absolute Legende. Junge, ey, Forsberg hat uns... Wir haben gerade locker 10 Minuten alles ausprobiert. Leute, oh alle, mein Gott. Alle in die Kommentare. Hashtag 187. Oh, glaub ich, Scheiße, Alter. Alter. Das beste FIFA 18 Draft, das ich bislang gebaut habe. Und du baust das Ganze also auch vielleicht noch. Vielleicht mal sortieren, vielleicht kommen wir noch... Stimmt, ey, wir haben noch Bay. Vielleicht kommen wir auf 188 hoch. Nein, so passt jetzt nicht. Ja, schau mal, Alter, vielleicht. Alter, stell mal vor. Das geht jetzt noch hoch. Absolut. Come on, Alter, bitte. Come on. Wenn bitte das jetzt noch hoch geht. Geh hoch. Komm, nein. Nein, das war's. Scheiße.
Ey, hättest du vielleicht anstatt Eddie den anderen mitgenommen, aber weiß ich nicht, der hätte 5 Punkte mehr gehabt. Das ist auf der Reservebank bringt er. Bringt in den seltensten Fällen was. Naja, okay, ey, aber wie heftig, Leute. 187er Draft. Absolut heftig, das beste FIFA 18 Draft, das ich bislang gebaut habe. Und, beziehungsweise, was heißt, dass du bislang gebaut hast? Ich habe es auch noch nicht geschafft. Alter, das ist krass, Mann. Junge, Leute, das war's von diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Wenn ihr noch ein Spiel mit diesem 187er Draft sehen wollt, dann smasht einfach mal hier den Like-Button, Leute. Ich würde sagen, 5000 Likes, dann werden wir auf jeden Fall noch zusammen mit diesem Team spielen. Ey, das sieht absolut heftig aus, Leute. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, Leute. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Macht's gut. Checkt noch seinen Kanal aus. Checkt noch meinen Shop aus, falls ihr Bock habt. Auf die Nice Hoodies gibt es hier in Blau, in Rot, in Grün gibt es den auch noch. Und viele weitere Sachen gratis. Autogrammkarte gibt es wie immer zu jeder Bestellung dazu. Von mir persönlich unterschrieben. Also gerne abchecken. Das war's. Macht's gut. Link, wie gesagt, zum Shop ist ganz oben in der Beschreibung. Haut rein und ciao.